Hallöchen, herzlich willkommen zu A Trouble in Terrorist Town. Sind hier auch irgendwo Waffen rum? Ja. Ja, versteckt. Ah, das tolle Türgeräusch. Die Map ist für einen Sternenzerstörer ein bisschen klein, ne? Ja, könnte größer werden. Ich hätte gerne eine Originalgröße. Da muss ich halt die Rundenzahl ein bisschen hochdrehen. Fände ich super, fände ich super. Und die Rundenzeit auf 3 Stunden oder so, ne? Ja, und jeder kriegt ein Radar. Wahrscheinlich wird das eh nix. War das da eigentlich nur mal ein Trade-Down, wo du da rauf was können, oder? Ja. Konnte man da einfach zurufen? Schade. Aha, Tobi's Trailer. Jetzt nicht. Aber ich weiß noch, wo ich war, da habe ich mich fett geärgert. Ich habe hier eine R2-Einheit. Ja, die steht da rum. So eine schwarze. Ja. Julia! Mal so eine Frage. Diese schwarze. Diese schwarze R2-Einheit, was willst du sagen? Reite doch jetzt nicht auf der Hauptfarbe. Hat er jetzt eine größere Antenne? Oh, dein Ernst, Tobi, wirklich. Oh, Mann. Oh, Mann, wirklich. Also, ja. Aua, hey! Tobi ist tot. Tobi war doch gerade hier. Ja, dann würde ihn einer von euch zwei erschossen haben, wahrscheinlich. Heiko! Ah, okay. Julia schießt auf mich. Alles klar, Heiko. Ich hab nichts getan und Julia hat einfach auf mich geschossen. Natürlich hat sie das. Ich bin doch voll vertrauenswürdig, oder nicht? Na klar. Komm doch einfach her. Hä, wo bist du denn? Weißt du, wo der Kontrollraum ist mit dem Sternzerstörer-Hologramm? Nö. Such. Ich werde da auf dich warten. Komm doch einfach raus hier zu der Lambda-Sonde. Da will ich nicht hin. Ja, warum nicht? Du könntest mich töten. Nein, tue ich nicht, versprochen. Kannst die Tür nicht verfehlen. Ich schwebe genau vor der Tür. So, Heiko, ich bin da, wo bist du? Ich bin in dem Flieger-Dings drin. Ah, klar. Würde ich dich jemals anlügen, Doktor? Klar würdest du das. Ja, okay, würde ich. Alter, ist das ein Scheißding. Dreckiger kleiner Hoden, du. Ich war das nicht. Du Hodenzwerg, ey. Sitze ich das jetzt 3 Minuten lang aus, oder was? Du kannst sie auch einfach töten lassen. Du kannst auch dich einfach töten lassen. Ja, auch kein Problem. Ja, alles gut. Hehehe.
Hi, warte! Was denn? Was denn? Was denn? Waffe. Du Hodenzwerg! Beide haben nur ganz leicht geschielt. Ja, wäre doch geiler gewesen, wenn du nicht geschossen und dich einfach hinter ihm versteckt hättest. Bis er sagt, wo du bist, und dann hättest du abdrücken müssen. War auf jeden Fall lustig. Auch wenn ich als erstes sterben musste. Ach, doppelte. Sieht immer so merkwürdig aus, wenn jemand zwei Pistolen in der Hand hat. Ja, hier ist leider nichts anderes. Ah. Tür auf, Tür zu. Ach nee, die ist auch kacke. Scheiße. Wer schießt? Jetzt. Ich höre gerade, dass jemand schießt. Wechsel gerade die Waffen, renn mit dem Magnetostick raus, wer schießt? Hätte ich nicht überlebt, wenn da jemand gestanden wäre. Das bin ich. Okay, ich will die Map doch nicht in groß. Ah! Du weißt nie, wo jemand ist. Ihr wart alle hier, okay? Ich sollte mal irgendwann dieses Radio ausmachen, ne? Jetzt habe ich es eingesammelt. Ne? Ich glaube, Noob hat... Ne, ich hab Loki gerade eben gesehen. Ja, ja. Ich stehe auch. Hier ist Noob, er sagt nur nichts. Nee, die ist gerade auf Kuschelkurs gegangen. Ach so. Ich dachte, du rufst ihn und der antwortet nicht. Hätte ja auch sein können, ne? Julia, wo bist du denn hin? Hä, wieso? Hä, wo kommt... Ach, das ist schon wieder Noob. Ja, ich sag doch, der läuft da noch rum. Du hast mich doch gar nicht gesehen. Hä, ja klar habe ich dich gesehen. Wo? Hier, wo ich gerade rumlauf, warst du. Ach, da bist du jetzt. Alles läuft hier rum, kein toter Doktor ist es. Was? Wieso soll nix sein? Wenn ich es wäre, hätte ich schon versucht, jemanden umzubringen. Ja, aber du bist ja nicht bei uns, also wie soll das gehen? Tja, gute Frage. Ich bin ihm vorhin kurz über den Weg ge- Was war das? Alles gut. Ich dachte, jetzt wäre der erste Tote. Nein, nein, Julian ist. Und er war hier in der Nähe, deswegen war ich gerade etwas vorsichtig. Wo seid ihr denn? Dann komme ich da hin. Die sind alle in dem Frachter. Da ist Tobi, siehst du? Da wo. Da ist Heiko, wie du siehst. Ja, da ist Heiko. Ja. Ja, du wirst mir wieder eine scheiß Brandgranate hinterher. Ja, ja. Ich habe keine Granaten. Ja, jetzt nicht mehr, du hast ja auch. Moment, warum drehe ich eigentlich den Rücken zu? Keine Ahnung. Aber ich hätte dich schon längst erschießen können, hätte ich das stimmt gewollt. Vielleicht ist es Tobi. Vielleicht. Wenn ich tot bin, ist es Tobi. Oh, der Doktor ist gestorben. Es tut mir leid. Er ist gestolpert. Du musst reden. Der Arsch. Nein, der lebt doch! Säcke. Tja. Heiko? Tobi, warum verfolgst du mich? Warum nicht? Warum liegt hier ein toter Tobi? Ein toter Tobi? Da leckt bei mir mal alles.
Heiko. Tobi. Hä? Doktor? He was traitor? Hä? Doktor? Hä? Hinter mir. Oh ja, ich hab's gesehen. Wow. Fahr in Hand! Umstellen, wenn was du das Weggleiche beziehst. Na, dass du nicht Traitor bist und dass da nicht dein Name steht. Oder halt. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Ich habe einfach nur eine Leiche hingeschmissen. Ich hab das den Doktor damit angeklickt und dann hab ich. Aber nein, irgendwie. Ich sehe auch, der Doktor ist. Bitte? Du hast angefangen mit Heiko. Nein, ich habe zuerst den Doktor umgebracht, dann habe ich den Heiko umgebracht. Ja, ja, aber Doktor hat doch die Leiche für dir da konfirmiert. Nein, das war er. Nein, da stand Doktor. Hat ja, es war trotzdem er. Er hat diesen Faker damit benutzt. Ja, er hat den Death Faker benutzt, oder diese Fake-Leiche, hat dann die Fake-Leiche angeklickt und hat dann und dann kam Dr. B, hat Tobi confirmed, dass Tobi Traitor war. Als Leiche. Das war dumm, Tobi. Das war dumm. Ich wusste ja nicht, wie ich das Ding. Ich weiß immer noch nicht, wie man daraus machen kann, dass es nicht. Wenn also, du das kaufst das nächste Mal. Dann, ja. Bevor du es einsetzt, gehst wieder in den Trader Shop, dann hast du oben beim so Karteien sozusagen zum Auswählen. Ich weiß jetzt nicht, was deines. Da steht halt dann drinnen von wegen der ist ein Bodybomb und da kannst du es einstellen. Aber du musst halt auf die Kartei klicken. Nein, das ist nicht so schwer, einfach nur auf diese Kartei. Ja, es ist nur mehr rumgeklickt, okay. Ich wollte eigentlich bloß die Identität zuerst klauen, hab dieses Ding aber nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir es drin haben. Was? Dass ich so tue, als wäre ich der Doktor. Ich wollte als Doktor rumlaufen. Das Messer meinst du? Ja, ich habe es so nicht gefunden, in der Schnelligkeit zu suchen. Und wie man gesehen hat, warst du auch relativ schnell hinter uns. Hört es so einfach das Ding, wo unten ID steht, oder nicht? Ich hab's nicht gefunden in der. Ich hab keine Ahnung, ob das überhaupt noch drin ist. Ihr guckt doch mal eben nach, oder? Nö! Würde ich, wenn ich es wäre. Der Noob sucht schon in Ruhe. Was suche ich? Nichts. Dich habe ich gut erwischt. Auch wenn ich zweimal schießen musste. Ja, auf einmal habe ich Noob an mir vorbeifliegen sehen.
Wow. Der Flügler ist auch ein bisschen erschrocken, als ich plötzlich mit dem Boomerang vor ihr stand. Ich dachte, was ist mit dir nun? Ich dachte nur, ich habe nur eine scheiß Waffe, ich kann nicht damit erschießen. Wer war's? Hä? Wer war's wo? Wer hat geschossen? Keine Ahnung. Du hast doch geschossen oder nicht gerade? Wirklich. Auf mich wurde geschossen. Also ich dachte, du hättest. Ich bin Hunter Heiko. Er verhält sich verdächtig. Ja, ich auch. Der rennt auch rückwärts gegen die Wand. Wer weiß, vielleicht noch gerade shoppen. Heiko? Oh nein, er wirft wieder Brandgranate. Okay! Sag ich doch, Heiko ist schwer verdächtig. Da war's aber auch okay. Na gut, Heiko ist immer schwer verdächtig. Das hat mich jetzt irritiert. Ich wollte bloß gucken, wenn wir da hinterher rennen, dann das Schießen an. Enttarnt! Feuer frei! Zweite Waffe war nicht so gut, wie ich erwartet habe. Welche hast du denn genommen? Die Dragon Elites. Ah, das sind einfach nur zwei Magnum, glaube ich, oder eine. Die sind ein bisschen stärker, aber nicht so. Ja. Aber das sehr gut war, ich war im Cockpit oben von dem Shuttle. Ja. Luke kommt hoch und ich bin schön am Einkaufen. Und er steht vor mir, ich gehe aus dem Shop raus, schieß auf ihn, knapp an seinem Kopf vorbei, was? Und er geht. Geht bei mir der Sound nicht, oder was? Ich hab dir knapp am Kopf vorbeigeschossen. Ja, ansonsten wärst du tot gewesen. Ja, beim Tobi vorhin habe ich auch nichts mitgekriegt. Wo ist denn Loop? Irgendwie muss ich meine Einstellung ändern. Ja, auf an. Ist nicht Borderlands, wo man es aus- und anmachen muss, bis es geht. Wer war das? Das war Heiko, oder? Geh weg, Teufel. Hier ist der Doktor. Das ist Heiko? Ich suche eigentlich Noob, ich will wissen, ob es ein... Noob! Hörst du das? Ja, jetzt hör es. Jetzt habe ich den Sound hochgestellt. Okay. Das kommt wahrscheinlich durch das Update von Windows. Keine Ahnung. Er läuft mir hinterher. Ja, du hast auf mich geschossen. Ich erschieß den gleich. Nein. Er ist verdammt nah ran! Okay, er geht weiter. Nur Spaß. Er hat so eine Magnum in der Hand gehabt, ich war nicht sicher. Die Magnum ist übrigens verdammt gut. Wenn du den Kopf triffst, ist derjenige sofort tot. Heiko, schon wieder du! Oh, no. Hallo. Ja, Heiko wartet auf mich. Heiko ist schon wieder verdächtig. Langsam hat er den Dreh raus. Verdächtig zu sein? Nein, zu wissen, wer immer verdächtig ist. Okay, da ist gerade jemand gestorben. Nein, du benutzt den Cadillac nicht. Du schon! Julia ist es! Ja. Ich hab überlebt, obwohl es war der Twiller. Er hat dich nicht erwischt, das hat ja, ich meine, ich hab überlebt! Ja, ich bin ein Überlebender! Ich war gerade nur etwas irritiert, weil Noob da auch lag. Ich war mir ins Felsen. Ach, ja, Noob hab ich gar nicht gesehen. Er lag da vorne. Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass es Noob ist, weil er hat ja gerade eben noch mit geredet über Heiko und dass es wohl Heiko ist. Und das hätte so schöner gepasst, wenn er ihn einfach so um die Ecke bringt. Und das Messer ist nicht drin. Okay. Unten in Mitte oder so, da steht doch Big IT. Das ist aber nicht das. Das ist nicht das Messer, wo du die Identität klauen kannst. Aber hier sind nur scheiß Waffen, Mann. Wo bist du? Wer ist du? Heiko ist tot. Wird schon wieder verdächtig. Oh. Ah, von oben, irgendwo oben. Also Noob ist es nicht, der ist. Ja, da oben am Shuttle auf den. Ja, beim Traitor-Raum da sozusagen.
Ja, hier liegt nämlich Heiko und noch jemand. Wo war denn der andere? Er ist gerade wieder reingegangen. Ja. Und Tobi. Heiko und Tobi sind tot. Na, Doktor? Na, Julia? Ja. Wir kommen wieder runter. Okay. Dann komme ich wieder runter. Wenn ihr es so wollt, könnt ihr es so haben. Du bist doch noch nicht unten, Mann. Bin ich nicht? Bin ich noch oben? Nein. Bin doch schon unten. Ja, klar! Oh Gott. Getroffen hast du mich aber nicht. Also den Versuch lobe ich dir, aber... Der Spaß war es mir wert. Das sah sehr gut aus. Der Spaß war es mir absolut wert. So, dann komme ich jetzt mal runter, jetzt Schnauze voll. Kommt sicher schon ein scheiß Metal Beam oder so. Was ist ein Metal Beam? Das wär doch lame, oder? Ein Metal Beam wäre doch jetzt lame. Fick dich ins Knie! Hast du schon alle umgebracht? Natürlich. Noob? Ja. Du lebst doch noch, oder? Ja. Ja, super Schuss, Doktor. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich feuer doch kein Metal Beam ab. Oder was? Oder in der Metal Beam. Man hört die Musik nicht runter. Lalala. Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Tralala. Langsam geht mir die Muni aus. Echt? Doktor, irgendwann auch die Punkte. Ja, mir auch irgendwann die Punkte. Aber das macht nichts. Macht gar nichts. Man hört das Flugzeug nicht, ne? Dieses Flugzeug. Gut, richtige Antwort. Welches Flugzeug? Wow! Bazinga! Wo kommst du denn plötzlich her? Ja, du gesagt, ich komm runter! War das ja, ein fucking Stuhl? Vorher. Das war ein fucking Stuhl, ja. So, wer ist denn jetzt noch übrig überhaupt? Keiner. Du hast gewonnen, das Spiel hat das nur nicht bemerkt. Der Noob. Wo ist Noob? Guten Tag, Kitty. Wo ist der Noob? Ich zeig... Achso, ich kann dir nicht zeigen. Ich... Hier ist er nicht. Nope, hier ist er nicht. Aber wenn er sich jetzt in irgendeinem Raum versteckt, dann suche ich mich ja dumm und dämlich. Nicht mit dem Radar. Wir kaufen kein Radar. Das ist ein großer Raum. Ja. Kein Zimmer. Radar ist lame. Ne. Was hat er getan? Ach so. Was? Au! Du Hund! Yeah. Wo? Da oben im Gedoktor! Da oben, ja! Eins höher! Ja, gut. Passiert. Der hat sich vorhin auch irgendwie versucht, man hat gar nichts aus seiner Sicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Sah sehr merkwürdig aus. Bei mir sah alles gut aus. Ja, ich hab in deine Sicht reingeguckt und plötzlich sah ich nur noch Gitter und hab nichts mehr erkannt. Wen habe ich jetzt eigentlich mit der explodierenden Konsole erwischt? Mich und Heiko. Ja! Ich glaube, du bist. Ich hau dich weg! So, was war denn jetzt los? Da guck ich rum. Das heißt, Heiko hat mich einfach umgebracht. Soll ich auf die Schnelle einfach mal vorbeilaufen? Dann liegt der da drüben. Schön. Und dann war ich einfach irritiert, was denn passiert ist. Auf die Konsole ist mir gar nicht eingefallen. Schön.
Die habe ich aber, wo ich war, gar nicht benutzt, die Konsole. Leider, leider, leider. Tja, hättest du mal gemacht? Ja, yeah, hätte Fahrradkette. Leute, vielen Dank, was du siehst. Hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Trouble in Terrorist Town. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss.